Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass wir hier zu Hause mit der Grippe zu kämpfen haben. Deswegen fällt das heutige Video leider etwas kürzer aus. Ich wünsche euch aber ganz, ganz viel Spaß und es gibt ja noch ganz viele andere tolle Videos des Sixmas Adventskalenders, die ihr euch sehr gerne im Anschluss ansehen könnt. Ich zeige euch heute ein DIY-Geschenk und wir machen eine Schneemannsuppe. Dafür brauchen wir hier solche Einweggläser oder was ähnliches, die habe ich ganz günstig bei Nanunana gefunden. Natürlich brauchen wir Trinkschokolade eurer Wahl, Mini-Marshmallows, ein paar Schokotröpfchen und hier solche Kuvertüre ein bisschen geraspelt. Ich habe mich jetzt für dieses Gefäß hier entschieden, weil ich das Ganze selber auch wirklich zu Weihnachten verschenken will und das super schön finde. Die Zutaten, die ich euch vorhin gezeigt habe, werden jetzt ganz einfach in das Gefäß geschichtet. Zwischendurch immer mal wieder schütteln, damit es auch relativ gerade wird. Ich schreibe euch alle Mengenangaben unten in die Infobox. Und so sieht das Ganze dann fertig geschichtet aus und wir werden jetzt das Glas noch ein bisschen dekorieren. So, hierauf werde ich gleich Schneemannsuppe schreiben und auch wie man das Ganze jetzt noch fertig macht und dann einfach noch mit einem Geschenkband dekorieren. Und das war mein kleines Video zur Schneemannsuppe, einem super kleinen, schnellen DIY-Geschenk. Schaut gerne bei den anderen Kanälen des Sixmas Adventskalenders vorbei, die habe ich euch wieder alle unten in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Mal, tschüss!